Okay, das hier geht am schnellsten. Ich probier's. Bloß weg hier. Aber ganz schnell. Und ich stinke hundertprozentig hart nach totem Tier. Das ist nicht gut. Laufe ich überhaupt richtig? Ich muss echt nochmal gucken, wie ich die Karte einfach direkt aufrufe. War es das Touchpad? Nein, das Touchpad sagt mir einfach nur die Mission, okay. Da muss ich dann noch mal schauen. Das kam von vor mir. Ja, ich stinke hart nach totem Tier. Ich darf nicht mal in die Nähe von so einem Wolf. Leg mal da noch eine Kugel nach. Danke. Okay, das ist eine Kugel. Für fast 9 Kilo Fleisch. Ist eine geile Geschichte, definitiv. Das ernährt uns ein ganzes Weilchen. Also, ein paar Tage ist ein ganzes Weilchen in dem Fall. Okay, das irgendwo ist irgendwas gestorben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das fliegt so halbwegs dahin, wo ich... Ja gut, ich hoffe, die Raben fliegen einfach gerade nur durch. Und sind nicht hier wegen Schlimmerem. Und da ist schon die Hütte. Das ist gut. Ich hoffe, hier in dem Bereich tauchen nie Wölfe auf. Damit ich zumindest hier in der Nähe safe bin. Was mich am meisten stört ist, ich werde früher oder später diesem Kackbär begegnen. Und ich weiß nicht, wie das dann abläuft. So, sollte ich das Essen garen? Oder sollte ich das... Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach. Das ist jetzt echt gar nicht so einfach. Ich sollte es garen, oder? Dann hält es länger. Würde ich jetzt so vermuten. Bin zurück. Deine Knarre ist geil. Ich habe ein bisschen was zu essen mitgebracht. Wir fangen direkt an, das ganze Zeug wegzugaren. Zack. Nein. Das war nicht so der Plan. Aber das geht offensichtlich auch. Dauert nur länger. Ey, dann nicht. Wie stelle ich denn da jetzt den Topf drauf? Da. Viel besser. Spart zwar nur ein paar Minuten, aber es sind ein paar Minuten. So, dann garen wir das alles mal durch. Wo lege ich denn... Hier einfach hin, oder? Machen wir den hier. Und dann würde ich sagen... Ablegen. Okay, das ist in Ordnung. So, und ablegen. Ja, und ablegen. Gut. Ja, es wird dauern, ehe die Rehhaut durch ist. Das wird richtig dauern. Habe ich jetzt da schon Rehlederstiefel?
Und Rehleder Hose. Die sind auch gar nicht so doof. Okay. Zumindest überschneidet sich nicht. Das finde ich in Ordnung. Weil dann lohnen sich auch die hier. Weil ich hatte schon überlegt, ob ich dann einfach Kaninchen lasse und dann direkt auf Reh umsteige. Oh, da brauche ich... Oh, ich muss einen Wolf töten. Der Wolfspelz gibt mir doch bestimmt auch noch irgendwas. Könnte ich fast wetten. Zeit bis Garpunkt. Nehmen. Garen. Nächstes Stück Fleisch. Nehmen. Garen. Nächstes Stück Fleisch. Gut. Derzeit bringe ich das Gegarte schon mal raus in die Kiste. Ich hoffe, das ist relevant, dass das hier draußen ist. Dass die Kiste draußen ist. Ich hoffe, das ist relevant. Dass das dann halt länger hält. So. Juppdi-dupdi-du. Na gut, das kann ich nicht beschleunigen. Jetzt mach ja nicht so komische Geräusche. Also ehrlich. 32 Minuten, 21 Minuten. So, garen. Nächstes Stück Fleisch. So, garen. Nächstes Stück Fleisch. Und bringen wir wieder raus. Okay. Das heißt aber auch nebenbei, ich muss auf jeden Fall demnächst mal nochmal zu der anderen Hütte. Um dort so viel wie möglich einzusacken und mit hierher zu bringen. Da wir ja jetzt doch hier bleiben. Irgendeins muss 0,7 Kilo eigentlich haben. Habe ich das schon? Ach hier, 0,66. Das habe ich schon gegart. Ja, okay. Oh, hier. 0,19. Das packe ich mir mal ein. Das ist nicht mehr viel. Das wird einfach weggegessen. So, wie sieht's hier aus? 33, 22. Danke. Garen. Danke. Garen. So, und dann noch eins. Oh, ist jetzt zwar nicht sonderlich spannend, mir beim Kochen zuzusehen, aber es muss... So ein Reh muss auch erstmal verarbeitet werden. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und da fällt mir ein, ich hoffe, diese Kiste da draußen wird niemals zu so einer Kiste. Also wie hier der Kühlschrank beim Muttchen. Denn sonst habe ich ein Problem, wenn ich da all mein Essen reinschmeiße. Weil ich das dann nie wieder rauskriege. Letztes Stück. Oh, das esse ich dann auch. Schön, schön. Rein da, rein da. Ja, ich habe quasi 12 Kilo Essen. Wenn man jetzt das Trinken und sowas mit wegzieht, dann sind das wahrscheinlich 10 Kilo Essen. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Da fällt mir jetzt gerade eins auf, wo es so schön dunkel ist mittlerweile.
habe ja gar kein eigenes Bett. Ich muss tatsächlich in der Matte schlafen. Also finde ich bedenklich. Ach ja, Hagebuttentee und sowas. Der gehört ja dann eigentlich auch. Und der Lackporling. Das gehört ja dann alles da raus. Rohrkolben. Rohrkolben war, glaube ich, nichts zu essen. Das war, glaube ich, einfach nur Zeug. Ja, das sind die Tees. Die haue ich dann auf jeden Fall mit draußen hin. Ja. Ach ja, die kann ich wieder umlagern. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ist denn jetzt? Hier. Verwenden. Da war was. Da. Schön vorm Ofen. Na komm. Gib mir nochmal den Platz. Hier. Sehr gut. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Ja, mach dir mal keinen Stress. 4 Minuten bis Garpunkt. Ja, das passt doch. Schlafsack habe ich jetzt hier auch. Das liegt hier. Ich bin bereit für die Nacht. Dann muss ich halt immer im Schlafsack schlafen. Das ist akzeptabel. Damit komme ich gut klar. So. Jetzt stopfe ich mir nochmal so viel rein, wie es geht. Wow. Okay. Dann trinken wir uns natürlich voll. Jetzt nicht erwartet, dass das ganze Kilo Fleisch mir nur so wenig gibt. Huiuiuiuiui. Da könnte ich noch ein Kilo Fleisch reinpressen in mich. Das ist schon beachtlich. Ach, hier hätte das Stoff reingemusst. Verdammte Kacke. Wenigstens ein bisschen Ordnung muss ja sein. So, warum die Stecker hier drin sind unter Baumaterial, weiß ich selber nicht. So. Okay. Wie sieht's aus? Achso, ne, kann ich ja so machen. Ja, eigentlich ist noch ein bisschen Zeit. Tatsächlich. Kiste. Die kann ich zerlegen. 15 Minuten. Das mache ich. Da kenne ich nichts. Die Kiste kann ich nicht zerlegen. Okay. Den Stuhl kann ich auch nicht zerlegen. Die Bank auch nicht. Okay. Das Regal nicht und nichts, was hier so ist. Und sexy Vorhänge hat er nicht. Okay, das Holz kommt natürlich hier mit rein. Ja. Gut. Es ist natürlich nicht unbedingt später geworden. Nee. Aber ich möchte nochmal hier schauen. So. Lerne, wie man rejagt und tötet. Ist abgeschlossen. Sehr gut. Lerne, wie man einen Köder herstellt. Und fange Fische im Rätselsee. Okay, dafür muss ich halt an die alte Stelle nochmal. 5 Kilo Fisch soll ich da sammeln. 22%. Warte mal. Das haut doch nicht hin. Na doch. Ja, haut schon hin. Da kommen noch ein paar mehr Aufgaben dazu. Mehr als beim letzten Mal. Na gut.
Kann ich mit leben. So, ich sollte aber vielleicht zumindest noch eine Kleinigkeit essen. So. 83, 76, 73%. Das Fleisch ist halt noch frisch. Das sollte ich mir vielleicht ein bisschen aufheben. Zähes Schweinefleisch mit Bohnen. Das ist so gut wie durch. Den Riegel nehmen wir auch noch mit. So, dann krachen wir uns das mal hier rein und kochen das mal auf. Hier, zähes Schweinefleisch mit Bohnen. Ah, Dosenöffner. Zack, rein da. 12 Minuten bis Garpunkt, okay. Schweinefleisch mit Bohnen. Wenn du nicht bewusstlos bist, nach dieser Nacht wirst du es sein. Schweinefleisch mit Bohnen. Und ich lieg direkt neben dir. Ah, es wird schön für dich. Blub, blub. Das klingt ein bisschen widerlich. Sieht jetzt auch nicht so lecker aus, muss ich sagen. Das ist schon irg. Achso, ich könnte mir ja schon mal... Nee, ich warte mit dem Riegel. Erstmal krache ich mir diese wunderbaren schweinefleischigen Bohnen rein. Und das ist schon... Boah. Wie das schon klingt. 45 Minuten bis verbrannt. Ja, ich esse es. Boah. Boah. Hui. Hui. Ah, da bleibt sogar tatsächlich noch was übrig. Aber ich bin dafür voll. Kann jetzt noch schön was trinken. So. Die Nacht ist auch ein bisschen fortgeschritten. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich hinzulegen. Ja, mach mal direkt 9 Stunden, weil ich eh davon ausgehe, dass das nicht reichen wird. Verbrauchte Kalorien, 500 irgendwas. Ja, ja, das passt. So. Ui, ui, ui. Mal den Restriegel jetzt wegfressen. Kommt eh nicht mehr viel bei rum. Noch ein Schlückchen trinken. Sehr gut. Ich brauche diesen Dauerzustandsbonus noch wegen Essen. Der hat sich offensichtlich resettet beim Kapitelwechsel. Da kriege ich nämlich nochmal 5 Kilo Traglast dazu. Das ist grundlegend. Wäre das eine schöne Sache. Ich glaube, ich lasse auch die Lampe hier, das sinnlose Kilo, da ich das jetzt über den Tag machen werde. Die Dose natürlich auch. Die Fackeln glaube ich auch. Ich habe eh die Knarre einstecken. Das sind nochmal 0,75 Kilo. Den Rest sollte ich beibehalten. Für den Fall der Fälle. Wie sieht denn das hier aus? Dafür brauche ich den Wetzstein. 17 Minuten. Zustandsverbesserung durch Schärfen. 3%? Echt jetzt? 3 fucking Prozent fürs Schärfen? Das ist krass. So. Also, wir gucken nochmal hier durch. Das bleibt alles. Das bleibt alles. Die Tees schmeiße ich noch draußen rein. Magnesiumfackel. Bleibt hier. Dose bleibt sowieso hier. Nähzeug. Das
brauche ich auch eigentlich nicht immer dabei haben. Das wiegt zwar nichts, aber ich brauche es halt wirklich nicht immer dabei haben. So, die Lampe wollte ich hier lassen. Trinken muss ich mitnehmen. Verbände zur Sicherheit auch. Das war's. Mehr Gewicht kann ich nicht einsparen. Jetzt bin ich bei 16,76 Kilo. Es wird aber noch mal ein bisschen mehr, weil ich noch mir ein Liter Wasser oder sowas mitnehme. Also noch mal ein Kilo weniger sozusagen. Na gut. Wie schaut's aus? So ein bisschen zwischen Tag und Nacht. Ist noch recht dunkel. Und es schneit recht heftig. Hier. Die und die sollen da rein. Wie sieht mein Essen aus? Könnte ich tatsächlich was nachlegen? Wie sieht das jetzt nach der Nacht aus? Es bleibt bei 100% bis jetzt. Okay, das heißt, es hält länger. Das heißt, es hat wahrscheinlich zumindest tatsächlich Auswirkungen, wenn es hier draußen liegt in der Kiste. Was ich sehr positiv finde. Sehr, sehr positiv. Den Riegel krache ich mir rein. Und ich wollte noch Wasser mitnehmen. Wo ist das Wasser? Hier. Reicht mir das? Wie viel Wasser habe ich denn dabei? Da habe ich 1,6. Ja, das reicht mir. Okay, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass es so dunkel ist, dass ich sagen würde, ich muss unendlich viel Schiss haben. Das heißt, ich zück die Waffe. Und begebe mich wieder zum Lagerhaus. Tag bricht eh gerade ran. Das ist eigentlich ganz gut. So. Das ist nicht die richtige Richtung. Ich muss nochmal 45 Grad weiter in die Richtung. Ja, das ist der ziemlich genaue Weg. Okay. Ja, okay. Krieg ich hin. Und dann packen wir uns erstmal die Taschen voll. Wenn dann noch ein bisschen Platz ist, gehen wir vielleicht auch schon mal Angeln testen. Wie das so funktioniert. Mal auf den See gucken. Aber da habe ich auch Wölfe gesehen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Zumindest einen. Obwohl das auch das optimale Opfer wäre. Aber ich das wahrscheinlich nicht mitschleppen könnte. Das ist schwierig. Der gute Sonnenaufgang. Am Horizont erstrahlt es in einem wunderschönen Orange. Es ist schon schick. Das ist schon echt schick. Okay. Komme ich hier an dem Baum vorbei? Natürlich nicht. So. Es ist tatsächlich zu steil zum Aufsteigen. Ah, hier nicht mehr. Gut. Kurzer Richtungsblick. Haut hin. Ich würde sagen, ich gehe rechts an den Felsen vorbei und dann weiter in die Richtung. Ich hoffe, diese Entscheidung ist weise. Ah, da ist wieder diese Hütte. Okay. Das ist in Ordnung. Thank goodness.
Aha. Made it through another night. Ja, ja. Du hast wieder mal eine Nacht überlebt. Aber es stehen noch viele Nächte vor dir, glaube ich. Und das ist erst Kapitel 2 von bis jetzt 4. Und ich glaube, das wird hier auch ein bisschen länger dauern, da ich hier einiges längere Wege habe. Dadurch, dass ich halt als Haupthütte die Jägerhütte nutze. Das wird schon sehr dafür sorgen, dass das Ganze tatsächlich ein bisschen länger ist. Da vorne ist ein Wolf. Das müsste der Wolf sein, der da die ganze Zeit hin und her patrouilliert. Ich versuch's mal hier ein bisschen so links rum, dem auszuweichen. Ich habe zum Glück auch nichts Tierisches mehr einstecken. Das könnte sonst ein Problem darstellen. Da ist er. Ich sehe auch zum Glück keinen zweiten. Das wäre nämlich tatsächlich ein Problem. Okay, da drüben muss es sein. Ich muss eigentlich nur noch über die Schienen. Das da hinten interessiert mich, die orangenen Container. Da ist aber bestimmt noch irgendein Zeug drin, was man gut gebrauchen kann. Huch. Ich traue dieser Ruhe hier nicht so richtig. Okay. Aber ich habe schon wieder überzogen. Wir sind am Folgenende angekommen. Also kann ich nur sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann und ciao, ciao.